But if I give the promise to people in Ukraine, we stand with you as long as you need us, then I want to deliver, no matter what my German voters think, but I want to deliver to the people of Ukraine. So. Frau Baerbock, was sagen Sie eigentlich dazu, dass manche Länder behaupten, Sie seien eine Volksverräterin? Und was sagen Sie dazu, dass Sie die Hauptpräsidentin Deutschlands sind? Wie stehen Sie dazu? Ja. Stärkere Demokratie. Solche Indonesien, statt Waffenlieferung. Sie sind eine Volksverräterin, Frau Baerbock. Sie sind die Hauptpräsidentin Deutschlands. Kobold, die auf Kobold verzichten können. Kobold. Jetzt übergebe ich das Wort an Wegtreiber! Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Es freut mich wirklich, hier heute sein zu können, bei Ihnen vor Ort in Falkensee. Und weil wir auch erlebt haben, dass wenn wir in solchen Zeiten leben, die herausfordernd sind, die sich niemand von uns gewünscht hat, sondern einer zu verantworten hat, der russische Präsident, der diesen Krieg Raum gebrochen hat. So Quatsch! Dann wissen wir auch, dass auf diese Frage antworte ich grundsätzlich nicht. So. Frau Baerbock, was sagen Sie eigentlich dazu, dass manche Länder behaupten, Sie seien eine Volksverräterin? Und was sagen Sie dazu, dass Sie die Hauptpräsidentin Deutschlands sind? Wie stehen Sie dazu? Genau, ich hätte gern eine Frage bezüglich Rechtspopulismus, da ja rechtspopulistische Parteien von Europa immer stärker werden. AfD gewinnt auch. Gemerkt, vor allem weil die CDU die Brandmauer einfällt. Ja, sicher. Jetzt ist einmal die Frage, darf ich Sie bitte um... Wir haben allen zugehört, die Ihre Frage gestellt haben. Ja. Stärkere Demokratie. Solche Indonesien, statt Waffenlieferung. Sie sind eine Volksverräterin, Frau Baerbock. Sie sind die Hauptpräsidentin Deutschlands. Baerbock muss weg! 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 Denn das ist das Allerwichtigste, dass die Menschen, so wie wir, in der Ukraine auch in Zukunft wieder in Frieden leben. Frieden schaffen ohne Waffen! 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 Raus aus der NATO! Raus aus der NATO! Raus aus der NATO! Raus! Zur Kommunalwahl, sondern laden Sie Ihre Nachbarin, vielleicht Ihren Ex-Mann, wir haben ja lange nicht miteinander geredet, aber der Wahl hatten wir immer eine Meinung, ja, kommt auch mit vorbei ein und wählen Sie demokratisch. Das ist was, was wir jeden Tag leben können und alle paar Jahre bei einer Wahl zeigen können. Daher vielen Dank für die heutige Veranstaltung. Du hältst dich an ihr, deine Wahlversprechen! Annalena, kommst du bitte zum Schluss?